Damen und Herren, ich halte es für Gastespflicht, den Hausherrn danken zu feiern. Doch Redner, ha, das bin ich nicht. Ich sag darum in aller Kürze, die bekanntlich immer die Würze. Der Baron gab heute sein Bestes, wir bringen ihm ein dreifach hoch. Gesandten stolz gemacht. Des Festes höhere Bestimmung ist nicht nur Amüsement allein. Sie gilt dem Geburtstag des Fürsten, die patriotisch wir uns feiern. Bin Lamm des Vater per Contra, drum rührt mich patriotisch dies, denn ich bin also in Figura von der Vito in Paris. Als Lamm des Vater per Contra, da rührt mich patriotisch dies, denn ich bin also in Figura von der Vito. Sofort eine Depesche unterbreiten, dass der Form seiner höchsten Geburt auch im fernen Westen alle Herzen höher schlagen lässt, bedeutend höher. Patriotisch! Holger, du kokettierst schon wieder. Sehen Sie doch, wie eifersüchtig unser guter Gesandtschaftsrat ist. Ich selber gebe meiner Umwelt ein Beispiel des Vertrauens, von dem er lernen könnte. Exzellenz, Ihre Frau ist ein leuchtendes Muster an Sittsamkeit. Das ist wahr. Sehen Sie doch, wie harmlos sie gerade mit Herrn von Rossignol plaudert. Mein Gott, sie ist ja so gut zu jedem. Ich muss mit Ihnen sprechen. Oh, Sie machen mich selig. Nicht jetzt, wenn wir allein sind. Was schreiben Sie denn da auf meinen Fächer?
Falls sie mir verbieten, es ihnen zu sagen, so schreibe ich: Ich liebe dich. Liebe Valenciennes. Du wünschest, lieber Mirko? Verzeih, wenn ich dich an deine Hausfrauenpflicht erinnere. Ich möchte dich bitten, nachzusehen, ob Frau Glavary schon gekommen ist. Gerne. Die Glavary kommt auch? Die Witwe des Hofbankiers? Jawohl, ein diplomatischer Schachzug von mir. Kann mir schon denken, Exzellenz. Spitzen auf die 20 Millionen, die die Welt beharrt. 20? Millionen? Sapristi! 20 Millionen? Wie nett! Herr Sambrioche! Willkommen! Sie wollen die Witwe heiraten? Wenn Sie mich nehmen! Mich nimmt sie gewiss! Nicht kokettieren! Die Glavary darf keine Pariser heiraten! Ich werde dem Vaterland die 20 Millionen erhalten! Die Erbschaft muss Pontevedro zufallen! Und es ist süß, fürs Vaterland zu erben! So kommen Sie, es ist niemand hier. Sie sind den glücklichsten Mann in mir. Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Ich möchte Ihnen ein Wort nur sagen. Verstehen. Sie wissen, dass ich dich nicht hören will. Sag ich doch nicht, Sie hören es doch. Nur einmal möchte ich es sagen noch. Ach, liebster Freund, warum sich so quälen? Wir machen ein Ende. Ein Ende? Ich will Sie vermählen. Vermählen mich? Nie darf das machen, ich liebe euch.
waren Sie beim Grafen? Herr Danilowitsch war nicht zu Hause. Also bei seiner Geliebten. Mit Verlaub? Bei welcher? Wären Sie doch bei allen gewesen. Na, dazu hätte ich Urlaub gebraucht. Es ist entsetzlich mit diesem Grafen. Einmal in allen Ewigkeiten braucht ihn das Vaterland. Und da findet man ihn nicht. Na, gefunden habe ich ihn schon. Wo? Im Maxim. Oh. Bei den Grisetteln. Ja. Mädchen waren da, Exzellenz. Mädchen. Gebaut. Solid. Mezzanin. Balkon. Brrrt. Herrliche Aussicht. Mit Aufzug. Also haben Sie meinen Auftrag ausgerichtet. Wörtlich. Ich sagte dem Herrn Gesandtschaftssekretär, das Vaterland rufe ihn und er möge unverzüglich ins Gesandtschaftspalais kommen. Er antwortete, einen schönen Gruß ans Vaterland, aber es geht nicht. Warum geht es nicht? Er muss sich erst entschwitzen, aber in einer Viertelstunde wird er da sein. Er muss unserem Vaterland 20 Millionen verdienen. Verdienen, Exzellenz, das hat er noch nie getan. Diesmal wird er es tun. Wenn er kommt, melden Sie ihn mir sofort, denn das Vaterland ruft ihn. Was hat das zu bedeuten? Frau Klavery ist angekommen. 20 Millionen. Die lustige Witwe, 20 Millionen. Na, so eine erbliche Belastung ließ ich mir aufgefallen. Wunderschönes Organ. Oh.
Es hat Metall. Jawohl, Metall. Es klingt, wie wenn man Goldstücke zählt. Viele Goldstücke. Gnädige Tanzende? Mit beiden Füßen. Dürfte ich? Um Ihre Tanzorten bitten. Sekunde. Aber ja, mir ist ja ganz egal, mit wem ich mich unter Musikbegleitung abschließe. Hier, bitte sehr, die Tanznoten. Dagliara, ich bin glücklich, Sie bei dem Hause begrüßen zu können. Wie werden Sie heiraten? Ich will es. Sie müssen glücklich werden. Gnädigste Frau, ja. Darf ich Ihnen Herrn Camille de Rossignon vorstellen, der um Ihre Tanzordnung bittet? Aber ja, ich denke, die Pause ist noch frei. Wissen Sie was, meine Herren? Kommen Sie morgen zu mir. Ich gebe ein Fest, ein Fest. Die ganze pontevedrinische Kolonie in Paris ist eingeladen. Gnädigste Frau, darf ich Sie in die anderen Salons? Also vorwärts. Oh, so viele Arme, bloß weil ich reich bin. Ja, kommen Sie, Baron, Sie sind ja ungefährlich. Die heirate ich. Ich auch. Die werden Sie heiraten. Aber Valenciennes. Ich will es, ich befehle es. Sie müssen glücklich werden. Und ich bleibe eine anständige Frau. Ich werde Sie also heiraten. Unterstehen Sie sich! Ich bin hier. Aber wo ist der Vaterland? Ich melde Sie sogleich, seine Exzellenz. Oh, Vaterland, du machst bei Tag mir schon genügend Wind und Klang. Die Nacht braucht wieder Diplomat. Doch meistert das, was ich privat. Um eins bin ich schon im Büro. Doch bin ich gleich auf anderswo. Weil man den ganzen lieben Tag nicht im Büro vergangen. Wer sprach, ich beschäftige nicht, so tue ich meistens selber nicht. Die Sprechstunde halt ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akte häufen sich bei mir. Ich finde, es gibt so viel Papier. Ich brauch die Mühe, fällt ein und komm doch hin, die Tätig hinein. Ein Wunder, wenn man so viel tut, dass man malen gerne wird. Und sich mal nach was man so kennt, erholt nach der Arbeit mehr. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich nutze alle Damen, doch sie mein großer Namen. Lolo, Dodo, Jojo, Klo-Klo, Markov, Lofron. Sie lassen mich vergessen, das Vaterland. Dann wird champagnisiert und häufig kampaniert und jetzt als Rosen küssen mit allen diesen Süßen. Lolo, Dodo, Jojo, Klo-Klo, Markov, Lofron. So kann ich leicht vergessen, das Vaterland. Ich kenne die Negus-Geliebte. Also, ich bin hier. Aber wo ist der Vaterland? Ich melde den Herrn Grafen sogleich, seine Exzellenz. Aber er war noch nicht bereit. Ja. Er war nämlich, mit Verlaub, in ein Gespräch vertieft. Ein Gespräch. Mit Frau Glavary. Frau Glavary, was? Anna Glavary? Die ist hier? Oh, 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 oh. Mach nichts. Sagen Sie, Gegusch. Kommen Sie, sitzen Sie.
Was will der Vaterland? So wichtiges von mir. Seine Exzellenz sagte so etwas wie 20 Millionen verdienen. Ich? Also ausgeben kann ich viele Millionen, mehr als es gibt. Oh, aber verdienen? Der Vaterland soll keine Witze mit mir machen. Ich werde es ausrichten, Sie sogleich melden. Sehr gut. Nein, 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 noch nicht melden. Lieber Njegosch, ich weiß es nicht. In meinem Hirnkasten ist etwas drin. Nicht möglich! Etwas drin, was nicht hineingehört. Shampoos. Nein, Shampoos kann ich trinken. Mehr als es gibt. Aber nein, Njegosch. Hören Sie, es ist schon vierte Nacht, dass ich nicht geschlafen habe. Ich kann nicht schauen vor Schlaf. Ich muss mich ein bisschen niederlegen. Na, da gehen Sie doch schlafen. Ja, aber wo? Sehe ich nirgends Schreibtisch. Na, Sie meinen wohl Bett. Bett? Nein. Wenn ich nur Schreibtisch sehe, schlafe ich gleich ein. Schauen Sie, hier wäre so ein Ruheplätzchen. Da könnte man sich so ein bisschen, mit Verlaub, ausschnarchen. Wieder. Na. Njegosch, komm. Du bist ein goldener Kerl. Lass mich, ich küsse. Sag, das Sie, ist schön. Herr Graf, ja. Wie heißt denn die Kleine? Aha. Mit den goldblonden Locken und dem herrlichen Vorbau. Und den Klopfbalkon! Ah ja, Dodo. Dodo? Genau. So. Die Kleine hat eine Ausziehungskraft. Vier Nächte sind lang. Die muss ich mir, wie wir Ponte Vedrina sagen, zuerst grad biegen. Ich verstehe alles. Dafür aber dürfen Sie ganz ruhig zu mir sagen, Danilo. Den Namen habe ich schon so vergessen, dass ich ihn gar nicht mehr aussprechen kann. Schnarchen Sie weiter. Nein. Ich bin schon ausgeschlafen. Also. Sie wohnen jetzt in Paris? Ja, ich will das Pariser Leben genießen und vielleicht auch heiraten. Ach, schon wieder? Ja. Ich habe immer geglaubt, das tut man nur einmal. Wenn es auf Sie ankommt, dann tut man es keinmal, nicht wahr? Hanna, pardon. Frau Glatry, wenn es auf mich angekommen wäre, wären Sie jetzt nicht Witwe des seligen Herrn Glavary, sondern Gemahlin des vielseligeren Grafen Danilo. Aber es ist nicht auf Sie angekommen. Ihr alter Onkel hatte sehr aristokratische Ansichten, die es nicht erlaubten, dass sein aristokratischer Neffe einem Mädel aus dem Volke sein aristokratische Liebe schenke. Sehr aristokratisch, von Onkel und von Neffen. Frau Glavary habe sich nicht viel... Pardon, Frau Glavary, Sie können nicht glauben, dass mich deinen... da können Sie mich bisher schlecht... Bisschen sehr, sehr schlecht. Pardon. Ein Mann wie der andere. Wenn mir jetzt einer sagt, ich liebe sie, ich glaube ihm aufs Wort. Ja, er liebt sie. Meine Erbschaft nämlich. So ist einmal und fertig. Sie haben recht. Ganz recht haben Sie. Ja. Und deshalb... Und deshalb? Werde ich Ihnen nie sagen, ich liebe sie. Nie. Daniel. Sie können meinen Namen doch noch ein bisschen aussprechen. Natürlich, wenn ich es will. Laufen Sie vor mir davon, weil Sie Angst haben, es könnte Ihnen dieses Wort herausrutschen. Mir rutscht nichts heraus. Also, Kriegserklärung. Kriegserklärung. So ist es einmal. Und fertig. Camille! Was ist denn? Ich habe meinen Fächer verloren. Na und? Na und? Mit dem, was Sie darauf geschrieben haben? Sie müssen ihn finden.
dieser Fächer, auf diesem Liebeszirkel steht, gehört meine Frau. Ach, Valosien, gut, dass du da bist. Dieser Fächer hier. Oh mein Gott, er hat den Fächer. Auf dieser Fächer steht, ich liebe dich. So? So? Ja. Er gehört meiner Frau. Oh nein. Sag doch, dass er dir gehört. Er tötet sonst seine Gattin. Aber Kind, das ist doch dein Fächer. Ja, allerdings. Ja. Jetzt erkenne ich ihn wieder. So, wer hat ihn denn darauf geschrieben? Ich liebe dich. Wer? Ja, wer? Wer? Ach, wer denn sonst als mein lieber Mann? Wer denn sonst als mein lieber Mann? Ich meine, ihr lieber Mann. Mein Gott, ist meine Frau gescheit. Dann bin ich ganz beruhigt. Holger! Holger! Das ist ja noch gut ausgegangen. Jetzt gib den verhängnisvollen Fächer wieder her. Ich werde ihn selbst Frau Kromow in diskreter Weise zurückgeben. Das könnte ich doch auch tun. Nein, das wäre nicht delikat. Ach, ah, da sind Sie ja, lieber Graf. Mein liebes Kind, ich möchte dich gerne selbst zur Gesellschaft zurückführen, aber Herr von Rossillon, könnten Sie so nett sein und Ihrer Exzellenz den Arm reichen? Oh, mit Seligkeit. Ohne Seligkeit wäre mir lieber. Nehmen wir Platz, lieber Graf. Bitte. Bitte. Wie lange sind Sie schon in der Gesandtschaft? Schon viel zu lang. 4 Monate. Was haben Sie bisher getan? Nichts. Gar nichts. Ich habe eben gar kein Talent zum Arbeiten. Ja, Sie haben Liebschaften gehabt. Wissen wir, Exzellenz, bessere Beschäftigung? Oh ja. Aber keine angenehmere. Oh nein. Na siehst du, Bruderherz. Pardon. Exzellenz. Sie sind mein Mann und wie geschaffen für eine delikate Mission. Nur keine Arbeit. Ich verlange von Ihnen keine Arbeit, sondern ein Vergnügen. Vergnügen? Ja. Sie sollen heiraten. Heiraten, was? Das ist doch kein Vergnügen. Das Vaterland verlangt es. Von Ihnen. Das Vaterland? Ja. Vaterland verlangt Töchter und Söhne. Und wen soll ich denn heiraten, bitte? 20 Millionen! 20 Millionen? Also Liebesheirat. Und was für eine Null hängt noch an die vielen Nullen? Keine Null? Ja. Frau Glavery. Frau Glavery. Na, alles, was Sie wollen und noch ein bisschen mehr. Aber heiraten kann ich Sie nicht. Aber warum denn nicht? Nicht einmal um 20 Millionen. Da wird die Glavery einen vertrottelten Pariser heiraten. Und unser Vaterland verliert 20 Millionen. Und das darf nicht sein. Wenn Sie weiter nichts verlangen, das will ich verhindern. Wie? Ja, ich werde einfach jeder beiseite schaffen, der sich Frau Glavery in ehrverdächtiger Weise annähert. Gut. Gut. Gut, und Sie müssen so auf Sie einwirken, dass Sie nur eine Ponte Vedrina heiratet. Gut. Am liebsten Sie. Ausgeschlossen. Ja, aber warum denn nicht zum Teufel? Weil mein prinzipieller Grundsatz ist, verliebe dich oft, verlobe dich selten, aber heirate nie. Ach, Damenwahl! Und da kommt doch schon die Witwe! Ich schaffe alle beiseite! Ja, das Vaterland wird es Ihnen lohnen! Damenwahl! Ich liebe Spiel, sieh doch damit.
ich weiter. Ich hole ein Gericht, aber Leute. Es gibt keine größere Beleidigung und nichts, was das Herzen verstimmt. Als wenn auf dem Ball eine Dame so gar nicht von sich zwar das nimmt. Es kämpfen die Damen schon lange um das nämliche Recht mit dem Mann. Jetzt haben Madame hier das Wahlrecht und fangen damit gar nichts an. Drum agitier ich, drum appischier ich. Ach, bitte lesen Sie mein Wahlplakat. Wählen Sie doch Castelar. Wählen Sie doch Saint-Brioche. Wer ist der wenigste Staatskandidat? Wählen Sie doch Castelar. Wählen Sie doch Saint-Brioche. Wer ist der wenigste Staatskandidat? Darauf muss ich Ihnen entgegen. Verhasst ist Ihre Politik. Verdient Sie beim Mann den Charakter. Frau den Schick. Doch wollt ihr doch auskandidieren und erleuchtet doch mich nicht von sich. Und gebt mir das Ballrecht, das Wahlrecht, erfülle ich die Ballbürgerpflicht. Drum agitier ich, drum appischier ich. Ich kenn ja ganz genau im Wahlplakat, kann ich nicht mehr fehlen, wer wird mir das wählen? Wer ist die würdigste Tanzkandidat? Bitte mich zu wählen, bitte mich zu wählen, ich bin der wenigste Madame zu viel Rekast.
Herr, der Tanz mein eigen Tor, so darf mit ihm ich alles tun, was mir da lieb ich war. Was sagt er da? Der Tanz, der mir die Gnädige gewährt, ist wohl 10.000 Franken wohl wert. Mir gehört der Tanz, ich verlang dafür 10.000 Franken, so wolltet dem Zweck. 10.000 Franken! Sie ist so der Herr! Für dieser Preis gäb ich ihm für 10.000 Franken! Er ist verrückt! Sie gehen, jetzt ist es mir geglückt! 10.000 Franken! Das ist zum Lachen! 10.000 Franken sich machen, als alle mal ihr er geht ihm Portemonnaie und ihn am Portemonnaie. So sind die Herren eins zu Tag, weil er sich ablaschlagt. Den Angriff muss ich gleich verlieren. Die 10.000 Franken gebe ich. Sind Sie schon verliebt? Sie wischt doch selbst. Untersteht Sie sich! Der letzte ging, Sie sind befreit und jetzt, gnädige Frau, bin ich zum Tanz bereit. Danke sehr. Und mein Mann dort, Sie wettet mich da. Sie haben ihr Grund. Ich mag sie nicht. Bei Gönner Klingen lockert das Süß. Wenn sie zwingen thank you.
vaterländische Fest könnte nicht vaterländischer sein. Danke, Exzellenz, aber ich werde auch noch heute unverfälscht pariserisch kommen. Eine spezielle Überraschung für den Grafen Danilo. Doch nicht mit echten Grisetten. Mit den echtesten. Oh. Lolo, dodo, chouchou, flou, flou, glou, glou, Marco, et moi. Oh, pardon. Also, Exzellenz, heute nach dem Diner Grisetten Kabarett. Sie interessiert sich für den Grafen. Mein Plan könnte gelingen. Aber wo steckt er denn? Er will nicht kommen. Das Fest kann ihm gestohlen bleiben, hat er gesagt. Haben Sie denn nicht gesagt, dass dies ein offizielles, hochpatriotisches Fest ist und dass es einem Vaterlande schuldig ist, es zu besuchen? Nein, hat er gesagt. Nicht 10 Ochsen bringen ihn hierher, auch wenn Sie da sind, Exzellenz, hat er gesagt. Dann kommt er nicht. Nein, hat er gesagt. Guten Abend. Hat er gesagt. Ah, da sind Sie ja, lieber Graf. Keine Angst, Exzellenzchen. Ich habe inzwischen schon wieder welche beiseite geschafft. Sie wissen nicht, wer die größte Gefahr bildet. Wer? Herr von Rossilio. Camille? Ja, Himmelherrgott. Wenn er nur ein Pünktchen hätte, wo man ihn packen könnte. Es gibt ein Pünktchen. Ja. Herr Rossillon ist nämlich blödsinnig verliebt. Verliebt? Ja, in eine Dame. Blödsinnig. Dame? Mhm. In eine verheiratete Dame. Was, in eine verheiratete Dame? Und wer ist diese verheiratete Dame? Diese verheiratete Dame ist... Das hat er mir nicht gesagt. Oh, schade. Aber ich werde sie diplomatisch entdecken. Und habe ich diese blödsinnige Frau entdeckt, die er verheiratet liebt, dann muss er sie heiraten. Aber bitte, bitte, was wird der Mann von dieser verheirateten Frau dazu sagen? Ach, der Mann, der ist gewiss ein alter Esel, den man ohne sich ein Gewissen daraus zu machen betrügen kann. Ah, hat er recht. Sehen Sie, da kommt gerade meine Frau. Ich weiß, dass sie, ich weiß nicht wieso, einen gewissen Einfluss auf Herrn von Rossillon hat. Man sollte ihr sagen, dass sie veranlasst, die verheiratete Frau, die er liebt, zu heiraten und auf Frau Glavary zu verzichten. Naja, und sowas diplomatisiert. Aber, Graf, Sie müssen mir bei diesem Entdecken denn doch ein bisschen helfen. Aber gerne. Vielleicht führt sie dieser Fächer ans Ziel. Mhm. Dieser Fächer gehört, wie ich glaube, Frau Kromo. Es steht darauf, ich liebe dich. Ja. Vielleicht schlau sein. Ja. Aber das ist ja Camilles Schrift. Und richtig, er hat ja gestern einen Fächer gesucht. Also, schlau sein. Oh, Graf Danilo, ah. Sie weichen mir ja aus auf Schritt und Tritt. Warum? Kriegslist. Ich plänkle als leichter Kavallerist. Ach, richtig. Wir sind ja feindliche Mächte. Aber ein tapferer Reitersmann plänkelt nicht. Er greift. Ah, ich würde so gerne angreifen. Fest angreifen. So tun Sie's doch. Es geht nicht. Oh, Sie dummer Reitersmann. Bitte wie? Oh. Reitet weiter.
questo di studando nacht. E bene del meine Fall, ich komm nicht ein zweites Mal. Und ich schieße einen guten Schuss. Verzichten Sie. Die lieben Herren wollen ein bisschen raufen. Bitte nicht genieren. Ich habe sowieso Verschiedenes über die Herren wie Frau Glavary zu sprechen. Über mich? Über mich auch? Ja, über alle zwei. Meide, wenn Sie mich verzeihen ein bisschen, danke, kommen Sie ein bisschen. Ich sag Ihnen, dass heute noch Duell sein kann zwischen Vicomte Cascada und, danke, und Herr Bogdanovic. Bogdanovic? Ja, er weiß nämlich alles von Ihnen und seiner Frau. Ah, Teufel, Teufel. Na, Sie müssen ja dann guten, wie kommt angenehme Sachen mitgebracht haben. Sehr, wie etwas Angenehmes habe ich für Sie auch. Frau Glavary soll erfahren, dass heute noch Duell sein kann, ja. Zwischen Duell, die mit Waffen, Duell zwischen Ihnen und, verzeihen, gütigst. Ja. Und Herr Kromow. Kromow? Ja, er weiß nämlich alles von Ihnen und seiner Frau. Teufel, Teufel! Ah, Herr Kromow, Herr Bogdanovic, Herr Pritschitz. Sie werden doch nicht... Was? Machen Sie keine Dummheiten. Ja, ich rede gerade mit diesen lieben Herren. Darf ich ein bisschen meinen Arm zurückhaben? Danke. Über eine ganz delikate Sache. Aufwachen. Retten. Nämlich, wie sich Ehemänner benehmen sollen, wenn sie von ihren verehrten Ehefrauen ein bisschen betrogen werden. Sie einfach. Ja. Ich mache Ihnen Lumpen eiskalt. Kalt. Eiskalt. Mir wird heiß. Ja. Und mir noch heißer. Worüber beraten Sie, Herren? Wie sich ein Ehemann benehmen soll, wenn seine verehrte Ehefrau ein bisschen Ehestand auseinanderbrechen soll. Darüber brauche ich Gott sei Dank nicht nachzudenken. Gott sei Dank! So, 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 so,
das Studium der Weiber die Schwere. Die mir ganz ungefährlich ist. Ja, es gibt noch andere. Mach nicht, ich schaffe die auch beiseite. Warum tun Sie denn das? Ja, Privatpassion, Sport. Ich muss rein glauben, dass Sie, wenn Sie mich auch nicht lieben, also, wenn Sie mich auch nicht lieben, total ausgeschlossen, dann werden Sie mir ehrlich raten, ob ich den heiraten soll, den ich heiraten möchte. Möchten? Sie haben schon gemöchtet? Also heiraten Sie was, wo, wie und womit Sie wollen. Das tut mir doch gar nicht weh. Ach, der verfluchte Fächer! Deswegen müssen Sie nicht so schreien. Ja. Ich werde auf Ihre Hochzeit tanzen, dass ich Löcher bekomme in beide Stiefeln sollen. Sie sind ja doch eifersüchtig. Ja, das heißt nicht auf Sie alleine. Ich bin überhaupt eifersüchtig auf alles Weibliche, was zärtlich tut mit anderen männlichen Kollegen. Brauchen sich nichts einzubilden, Frau Glavany. Was? Nix! Ja! Ein Damenfächer? Ich liebe dich. Wem gilt das? Ach, ich verstehe. Er hat mir das geschrieben und den Fächer hingelegt. Ich lasse ihn liegen. Sag ihm damit. So ist einmal und fertig. Nun, Graf, sind Sie schon beruhigt? Bin gar nicht aufgeregt gewesen. Dann kann ich es Ihnen auch mitteilen. Ich will Pariserin werden. Oh, arme Vaterland, Millionen sind futsch. Doch bevor ich in die Ehe eintrete, möchte ich auch das Pariser Leben kennenlernen. Wo amüsiert man sich in Paris?
Auf den Ball der pontevedrinischen Gesandtschaft. Oh, dort geht's nicht. Aber warum? Dort ist es auch ganz fad. Stellen Sie sich vor, ein Chevalier bewegt sich eigenfüßig zu Ihnen. Madame la Comtesse, est-ce que je peux avoir la grande préférence de danser avec vous? Avec beaucoup de plaisir, ah. Cher comte. Merci. Écoutez, c'est un colo. La danse de notre fraternande. Attendez, vous voulez danser? Mir gefällt's auch nicht. Da würde ich zu meinem Mann sagen, liebe Dame. Da. Ja. Deswegen bin ich nicht in Paris. Führt mich woanders hin. Er führt sie zu Maxim. Dort ist er ganz intim. Und Hansen ausgezeichnet und zweifelhaft. Die zweifelhaftesten Menschen. Sie in den Saal treten, glaubt natürlich jeder, aha, eine neue Grisette. Sämtliche Anwesende Vocals fixieren die neue Erscheinung. Die Kapelle spielt einen süßen Walzer, wo man in drei Viertel seine Tugend vergisst. Tanzen. Fliegen Sie von einem Arm in den anderen und Sie werden wissen, nie wissen wie, aber dann tanzen Sie mit einem hocheleganten Kobi. Kobi! Er stellt sich Ihnen vor. Mein Name ist Großfürst Biriel. Biriel! Bei Ihrem Anblick hat sich einer meiner inneren Unruhen bemächtigt. Wissen Sie, wir Russen haben immer innere Unruhen, oder? Verheiratete Frau ist, die Rossignol liebt? Noch nicht. Sie noch nicht? Nein. Aber ich, ich werde es wissen. Ich habe nämlich meine Frau beauftragt, Herrn von Rossignol auszuspionieren. Sehen Sie, da kommen die beiden. Oh, wie kokett sie mit ihm spricht. Ist das nicht eine kleine Diplomatin? Ich wette,
Er gesteht dir den Namen jener Frau. Exzellenz, Exzellenz, eine Expressdepesche für seine Exzellenz. Vom Ministerium? Nein, von der Post. Es handelt sich um die Gravari-Millionen. Wir müssen jedenfalls einen Bericht senden. Lassen Sie mich ein bisschen überlegen. Es ist jetzt 7:45 Uhr. Wir treffen uns um Punkt 8 Uhr in diesem Pavillon. Wie Exzellenz befehlen. Da sind wir ungestört. Und da wollen wir das Telegramm beraten und konzipieren. Jawohl, Exzellenz. Punkt 8 Uhr, wie Punkt, Sie befehlen. Punkt 8 Uhr. Aber was ist, wenn es um 8 Uhr regnet? Dann treffen wir uns eine Viertelstunde früher. Also dann, bitte, geben Sie mir wenigstens ein Andenken, das mich stets an Sie erinnert. Ein Andenken? Oh, da liegt ja Ihr Fächer. Oh, Gott sei Dank, mein Fächer. Den gebe ich Ihnen zum Andenken. Haben Sie einen Bleistift? Ich bin eine anständige Frau. Jetzt habe ich schriftlich. Valenciennes! Ein Freund von uns! Wie Sie mich wählen! Ich hieß, Sie müssen sich vermählen! Sie müssen heute noch miteinander sprechen! Und gut, ich tu's, doch wird das Herz mir brechen! Glauben Sie, es fällt mir schwer, auf Ihre Liebe zu verzichten.
Exzellenz, mit Verlaub. Da kommen Sie schon. Exzellenz, es ist wer drin. Besetzt. Wer ist drin? Exzellenz, eine nichts. Oh, vielleicht eine Dame. Eine Dame? Oh nein, aber das heißt, oh ja, aber. Ich ahne schon, wer es ist, wenn Sie so sind. Ihr Graf. Mein Graf. Nein, es ist Herr Rossio. Herr Rossillon? Jetzt ist mir das Ross herausgesprungen. Herr Rossillon, mit einer Dame, bravo, Niebus. Denn dann haben wir sie ja. Dann haben wir die verheiratete Frau, die er liebt. Der Pavillon hat hinten noch einen Ausgang. Sperren Sie den rasch zu. Erst hinauslassen und dann ab. Exzellenz, Exzellenz, verzeihen Sie. Ich, lieber Graf, ja. Die Dame Rossillon. Entdeckt? Ja. Wer ist es denn? Ja, das weiß ich noch nicht. Nee, sie ist mit ihm in diesem Pavillon. Ah. Wir wollen lauschen. Lauschen. Ich höre ihn. Exzellent. Lauschen ist nicht fein, aber man hört besser. Ich denke. Er spricht. Und die Dame? Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Wo hat sie es denn? Wo soll sie es denn haben? Wo sie es immer hat. Oje. Nun? Oje. Ich möchte auch sehen. Nein, ich will sie entdecken. Sicher ist es die Frau vom dummen Kram. Ja. Ja. Nun? Nun? Jetzt dreht sie sich um. Nun? Lassen Sie mich aus! Nein, aber wer ist sie denn? Meine Frau! Ine! Ich bin der dumme Kramer! Ah, ah, ah.
steht stumm und starr. Das Schicksal spricht doch klar. Darum kommt der Schicksal. Ich sah dort eine Dame kurz zuvor. Ich guckte schnell durchs Schlüsselloch. Das war gerade nicht der Fall. Ich habe fragte ich doch. Oder nicht, wie dieser Herr da die Liebe schwor. Die Dame, die war ich. Aha, ich hätte geschworen, es wäre meine Frau. Mein Leben war mir gestellt. Das ist so, ich war nicht mein. Und war der Baron so indiskret, so lauschend und spät beim Schlüssel. Aber neugierig, was mir zu sagen hat. Wie eine Rose knospet, die meinen nicht verblüht, so ist in meinem Herzen die Liebe aufgeglüht. Das Drei und ein.
der zählt oft bloß nach schweren Stunden. Von europäischen Gleichgewicht, wenn einer sich verirrt, von dem ist bald nichts mehr zu spüren. Der Grund liegt meistens nur darin. Es gibt, Madame, zu sehr sich reden, der Politik, der offenen Türen. Jawohl, ich schildere nicht so stark, sie ist etwas faul, im Stadtetten war. Zusammen nicht kommen, wie einst dies ein Dichter beschrieb. Der Prinz, der blieb aber verschlossen, er hatte dafür seinen Grund. Das hat die Prinzessin verdrossen, warum er nicht auftat, den Mund. Da hat nun die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihr ein Hand einem anderen, und das war dem Prinzen zu viel. Doch gnädigste Dame Prinzessin, du tatest daran gar nicht recht. Du bist auch nicht besser wie andere, von schwachen Koketen Geschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drauf kränke? Da täuschest du dich im Traum.
ihr Ohr. Das sagte der Prinz und nicht ich. Und weiter, das sagte der Prinz. Na, nimm ihn, der sei dir vergönnt. Doch ist er von dannen gegangen. Und lass mich auf Kompliment. Wohin, den Graf, wohin? Wohin ich? Grad, wo ich zu Hause bin. Ich gehe zu Maxim, dort ist er intim. Ich nutze alle Damen, ruf sie mein großen Namen. Lalo, Dodo, Juju, Glücklo, Marco, Nofro. Sie lassen mich vergessen, dass ich noch halten kann. Der Sieg, 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 der Sieg
Angenehme Überraschung. Und Sie tanzen wie eine geborene Grisette. Oh, Talent, mein Graf, Talent! Ja. Bravo! Das ist meine große Exzellenz! Ich hätte fast vergessen, noch eine Expressdepesche für Sie! Schon wieder? Vom Ministerium? Ja,
Dechiffrieren Sie, Herr Legationssekretär. Herr Gen, Exzellenz. Express-Depesche. Oh Wenn Glavari Millionen... Was? Millionen! Verzeihung, Exzellenz. Wenn Glavari Millionen nicht gesichert, dann unvermeidlich Staatsbankrott. No! Staatsbankrott! Da verzichte ich auf das ganze Vaterland! Es gibt nur einen Weg. Wir müssen an Frau Glavari appellieren. Wenn sie ein Herz fürs Vaterland hat, muss sie einen Landsmann heiraten. Ja. Ich werde sondieren. Ich werde sondieren, mein Herz sondieren. Jawohl. Aber das eine sage ich Ihnen: Wenn Hanna den Rosillon heiratet, dann gehe ich fürs ganze Leben lang ins Kloster. Oh, Graf, Sie sind ein Patriot. Ja, aber ins Nonnenkloster. No, Glavari, aber etwas ganz Wichtiges mit Ihnen zu sprechen. Ja, bitte. Also, ohne Umschweife. Ich verbiete Ihnen, den Rosion zu heiraten. Sie verbieten es also. Ja, ich und der Vaterland. Und der Vaterland. Ja. Jawohl, Ihre Millionen müssen im Lande bleiben und sie redlich nähren. Ich verstehe, das Vaterland soll nicht leiden. Ich heirate Herr Rosillon. Nicht. Nicht? Nein. Nicht? Und das Rendezvous im Pavillon? Jetzt muss er sich erklären. Ich hatte kein Rendezvous mit Herr Rosillon, sondern eine andere Dame. Eine andere Dame? Eine verheiratete Dame. Um diese aus einer peinlichen Situation zu retten, habe ich mich vorgeschoben. So ist's einmal und fertig. Eine andere Dame. Eine liebe Dame, diese Dame. Und das, ja, sagen Sie mir erst jetzt? Und ich bin blau und grau geworden von Gift und Galle. Warum? Darum. Dann gestatte mir, dass ich dir den Grund sage, weil du mich liebst. Lach nie so blöd. Ich habe ja keinen anderen Lacher. Hanna. Das heißt, du bist gar nicht verlobt. Nein. Hanna, du bist dann frei. Ja. Hanna, dann könnten wir... Ich bin lieb. Amen. Hanna. Ich bin lieb. Mir rutscht es nicht raus. Blieb ein Schweigers Flüstern geigen. Alle, die Schritte sagen, bitte hab mich lieb. Jeder Look der Hände deutlich mir es beschrieb. Er sagt klar, und er spricht ein Wort, doch nicht.
Karlowitsch, berichten Sie. Meine Herrschaft. Erzählen Sie. Ich habe eine große Überraschung. Ja, was? Frau Glavary heiratet Herrn Rosio. Oh, nicht, Frau. Nicht, nicht, nicht. Der Ball. Ja. Exzellenz. Ja. Exzellenz. Man hat in Fabio diesen Fächer gefunden. Mein Fächer. Den habe ich doch Ihnen gegeben. Ich habe ihn verloren. Im Pavillon? Die Schrift meiner Frau. Ich bin verloren. Niegusch. Exzellenz. Sagen Sie unter Diensteid aus, wie es war. Also, es war so. Aber wie ich soeben höre, war es ganz anders. Madame, ich lasse mich scheiden. Ich bin schon geschieden. Gnädige Frau, ich bin frei, ledig, geschieden. Und ich erlaube mir, im Namen meines Vaterlandes, um Ihre Hand anzuhalten. Der Mann ein Tempo für sein Alter. Ihr Antrag irrt mich, aber Sie erweisen Ihrem Vaterlande keinen Dienst, Exzellenz. Ich muss Ihnen nämlich sagen, dass ich laut Testament meines seligen Mannes im Fall einer Wiederverheiratung das ganze Vermögen verliere. Dann will ich nicht länger stören. Hanna? Ja. Hanna, du hast kein Geld? Nein, nix. Oh. Hanna, ich liebe dich. Ach, endlich. Oh. Er liebt sie ohne Geld. Nicht so ganz. Denn im Testament meines Seligens heißt es, dass ich das Geld verliere, deswegen es in den Besitz meines Gatten übergeht. Ich hätte dich geheiratet, auch wenn du 40 Millionen hättest. Aber dieser Fächer hier! Ach, sieh doch, was draufsteht! Made in Korea! Mianheyo! Ich bin eine anständige Frau. Oh. Verzeih, das habe ich nicht gewusst. Ja, das Studium der Weiber ist schwer. Hat die Weiber diese Weiber? Hat die Weiber diese Weiber? Und ein Ehre und Leib, kann das Weib, 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 Weib. Ich will sagen, mit dem Arm und dem Zweig, mit dem größten Braun. Thank you.